Naja, primär ging es eben darum, ins Halbfinale einzuziehen. Und das haben wir heute geschafft. Ich glaube, dass man schon zugeben muss, dass das Ergebnis sich am Ende doch etwas souveräner anhört, als es dann über weite Strecken des Spiels war. Ich glaube, das war oder ist das Allerwichtigste, dass wir erstmal eine Runde weitergekommen sind, ins Halbfinale eingezogen sind, weil der Pokal ist doch, glaube ich, auch eins unserer Ziele. Ist natürlich schön, jetzt nach den ganzen Niederlagen, die wir am Anfang hatten, endlich mal wieder zu gewinnen und jetzt im Pokal die Runde weiterzukommen. War natürlich auch unser Ziel und schön, dass wir es geschafft haben. Ich glaube, wir haben es am Anfang gut gemacht, sind gut reingekommen. Die ersten 25 Minuten, glaube ich, auch relativ dominant und souverän aufgetreten, haben uns dann auch direkt belohnt mit der Führung. Ein bisschen unverständlich war mit Sicherheit, warum wir den Faden nach, finde ich, sehr souveränen ersten 25 Minuten verloren haben. Ich finde, da hatten wir erstens eine sehr, sehr gute Spielanlage, aber vor allen Dingen eine hervorragende Ballkontrolle. Es gab eigentlich für Bergisch Gladbach gar keine Möglichkeit, auch nur ansatzweise über die Mittellinie zu kommen. Das hat sich schlagartig geändert. Wir haben ein bisschen nachgelassen einfach. Wir haben die Zweikämpfe nicht mehr so richtig angenommen. Und dadurch sind die halt, haben sich für Gladbach halt die Chancen ergeben und haben, halt ihre Tor, haben dann das Tor gemacht. Und danach, fand ich, haben wir dann wieder zugelegt und in der zweiten Halbzeit souverän runtergespielt. Du musstest ein bisschen einstecken in dem Spiel, auch bei deinem Tor. Ja. Wie hast du das Tor erlebt? Ja, ich glaube, Selle kriegt an der Außenbahn den Ball, dribbelt gut nach innen. Ich glaube, es sind zwei, drei tiefe Laufwege, einer davon von mir. Ich glaube, Kauli war auch noch mitgelaufen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Oder ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Aber ja, dann Selle steckt den Ball gut durch und dann laufe ich durch und dann habe eigentlich schon noch das Tor im Visier. Und bin froh, dass ich ihn dann gemacht habe und ja, einen kleinen Tritt vom Tor mitbekommen, aber halb so wild. Trotzdem geht es natürlich derzeit darum, in kleinen Schritten wieder voranzukommen, weil man am Ende ja auch konstatieren muss, dass wir in relativ kleinen Schritten in die falsche Richtung gelaufen sind. Insofern, glaube ich, mussten wir uns heute auch gegen persönliche Widerstände ein Stück weit wehren, weil natürlich einzelne Spieler merken, es läuft uns derzeit nicht so automatisch rein, sondern es ist sehr, sehr viel Arbeit, sich kleine Erfolgserlebnisse zu holen. Insofern, glaube ich, war das Spiel in Summe wahrscheinlich auch eine Bestätigung genau dieser kleinen Schritte, mit denen wir Gott sei Dank am Ende ergebnistechnisch in die richtige Richtung gegangen sind. Natürlich lesen die Jungs auch Zeitungen und können Statistiken irgendwann auswerten. Und da weiß man, dass wir in der Hinrunde mit Sicherheit durch eine fantastische Effizienz geglänzt haben, dass wir mit Sicherheit auch rein ergebnistechnisch eine gute Runde gespielt haben, dass wir aber eine ganz, ganz hohe Abhängigkeit beispielsweise von Sousa und Damani haben. Und wenn dann ein Spieler auf einmal so diese Selbstverständlichkeit verliert, wenn er vielleicht auch mal ein oder zwei schwächere Spieler hat, wenn er vielleicht auch auf dem Platz spürt, ich werde ganz anders bekämpft und auf der anderen Seite ganz anders wahrgenommen als noch in der Hinrunde, dann werden Dinge, die irgendwann mal selbstverständlich funktioniert haben, die intuitiv funktioniert haben, auf einmal sehr, sehr schwer. Deswegen erhoffe ich mir, dass der Kauli nach seiner wirklich guten Einwechslung in Chemnitz, wollte einfach so mal ein bisschen Luft rauslassen bei ihm, als ich ihn rausgelassen habe von Beginn an, dass er spätestens mit dem Doppelpack heute, der ja wieder spielentscheidend war, dass er so eben diese Leichtigkeit zurückkommt. Dass am Ende steht ein Ergebnis, das gut für die Fortuna aussieht. Was kann das für die Liga bringen? Ja, ich finde, wir haben in den letzten Spielen nicht so viel getroffen. Jetzt drei Tore. Freut man sich natürlich, dass auch die Stürmer wieder treffen. Und ja, allein der Sieg bringt schon wieder Freude.